Wahl der Baumaterialien spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Nachhaltigkeit eines Bauwerks. Umweltfreundliche Elemente sind solche, die auf eine Weise hergestellt und verwendet werden, die ihre ökologischen Auswirkungen minimiert. Die Auswahl umweltfreundlicherer Stoffe ist ein wichtiger Aspekt des umweltbewussten Bauens. Sie können aus erneuerbaren Ressourcen, recycelten Materialien oder Abfallprodukten hergestellt werden. Die Verwendung von Materialien, die vor Ort verfügbar sind, ist eine weitere Möglichkeit zur Förderung der ökologischen Nachhaltigkeit. Das spart nicht nur Geld, sondern reduziert auch den Energiebedarf und die Umweltverschmutzung. Umweltfreundliche Materialien, die oft auch als grüne Baustoffe bezeichnet werden, sind Baustoffe, die während ihrer Herstellung, Installation und Wartungsprozesse mit minimalen Umweltauswirkungen durchlaufen haben. Diese Materialien sollten bestimmte Eigenschaften wie Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit oder Wiederverwertbarkeit aufweisen. Darüber hinaus sollten sie recycelte Bestandteile enthalten und aus lokalen Ressourcen stammen, sodass sie zu Materialien mit regionalem Bezug werden. Die Bedeutung nachhaltiger Baumaterialien ist unbestreitbar, insbesondere angesichts der weltweit steigenden Temperaturen und der zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, ist die Einführung nachhaltiger Baupraktiken unerlässlich geworden. Nachhaltige Baustoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Verringerung der Umweltauswirkungen von Bauprojekten. Sie wirken sich auf alle Bereiche aus, von den Ressourcen, die für ihre Herstellung verwendet werden, bis hin zu der Energie, die für den Transport und die Installation benötigt wird. Die Wahl nachhaltiger Materialien ist ein proaktiver Weg, um diese Umweltauswirkungen zu minimieren und umweltfreundliche Strukturen zu schaffen. Die traditionell im Bauwesen verwendeten Materialien wie Beton und Stahl haben erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt. Es gibt eine Reihe neuartiger nachhaltiger Baumaterialien, die derzeit entwickelt und verwendet werden. Zu diesen Materialien gehören biomassebasierte Materialien, die aus erneuerbaren Ressourcen wie Holz, Stroh und landwirtschaftlichen Abfällen hergestellt werden. Recycelte Materialien, die aus Abfallprodukten hergestellt werden, zum Beispiel Plastikflaschen und Autoreifen. Natürliche Materialien, Materialien, die aus der Erde gewonnen werden, wie zum Beispiel Stein, Ton und Sand. Hochentwickelte Materialien mit einzigartigen Eigenschaften, die sie für den Einsatz in Gebäuden besonders geeignet machen, wie zum Beispiel selbstreinigende und energieabsorbierende Materialien. Einige der neuartigsten nachhaltigen Baumaterialien sind Bambus, recyceltes Holz, Stampflehm, Korken, Strohballen, Hanfbeton. Diese neuartigen nachhaltigen Baumaterialien bieten eine Vielzahl potenzieller Vorteile, darunter geringere Umweltbelastung. Diese Materialien können dazu beitragen, die Umweltauswirkungen von Gebäuden zu verringern, da sie weniger Energie und Ressourcen verbrauchen. Verbesserte Leistung. Diese Materialien können die Leistung von Gebäuden in Bezug auf Energieeffizienz, Haltbarkeit und Komfort verbessern. Gesteigerte Innovation. Die Entwicklung neuartiger nachhaltiger Baumaterialien kann dazu beitragen, die Innovation in der Bauindustrie voranzutreiben. Es gibt viele Arten von nachhaltigen Baumaterialien, die oft als grüne Bauprodukte bezeichnet werden. Holz, Stein, Metall und Papier sind Materialien, die recycelt und als Bauprodukte wiederverwendet werden können. Bambus, Kork, Stroh und sogar Kokosnuss sind Beispiele für Bauprodukte, die schnell erneuert werden können. Die Hierarchie der Abfallwirtschaft lautet wie folgt: Reduzieren, wiederverwenden, recyceln, entsorgen. Die Abfallhierarchie besagt, dass der beste Weg, mit Abfall umzugehen, darin besteht, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen, also zu reduzieren. Wenn aber bereits Abfall vorhanden ist, sollten Sie wissen, dass es für die Umwelt die schlechteste Wahl ist, ihn wegzuwerfen. Stattdessen sollten Sie sich bemühen, Dinge wieder zu verwenden und sie dann zu recyceln. Ziel der Abfallbewirtschaftungshierarchie ist es, optimale Umweltergebnisse zu erzielen, und sie ist national und international als Leitfaden für die Priorisierung von Abfallbewirtschaftungspraktiken anerkannt.
Die Abfallbewirtschaftungshierarchie wurde von der Environmental Protection Agency, EPA, als Leitfaden für die Priorisierung von Abfallbewirtschaftungspraktiken in Abhängigkeit von den geringsten Umweltauswirkungen aufgestellt. Bauabfälle sind Abfälle, die beim Bau, der Renovierung und dem Abriss von Gebäuden und Infrastrukturen entstehen. Er stellt ein großes Umweltproblem dar, da er zur Umweltverschmutzung, zu Treibhausgasemissionen und zur Erschöpfung der natürlichen Ressourcen beiträgt. Zu diesen Abfällen gehören Materialien wie Beton, Holz, Metall, Kunststoff und Glas. Aktivitäten auf Baustellen können dazu führen, dass verschmutztes Wasser abgeleitet wird, das sich negativ auf lokale Wasserläufe oder die Meeresumwelt auswirkt, oder dass potenzielle Gesundheitsschäden entstehen, dass Abfälle von der Baustelle entweichen oder dass ungeeignetes Füllmaterial ausgehoben oder importiert wird. Die Abfallbewirtschaftung bei Bautätigkeiten wurde mit dem Ziel gefördert, die Umwelt zu schützen, da man erkannt hat, dass Abfälle aus Bauarbeiten erheblich zur Umweltverschmutzung beitragen. In der Forschung und in der Praxis wurden verschiedene Ansätze für die Bewirtschaftung von Bauabfällen entwickelt. Diese lassen sich grob in drei Bereiche einteilen: Abfallklassifizierung, Strategien für die Abfallwirtschaft, Entsorgungstechnologien.